herzlich willkommen. Können Sie mich alle verstehen, auch in den hinteren Reihen? Ja, wunderbar. Ich fühle mich geehrt. Ich freue mich sehr, heute in Bremen zu Gast sein zu dürfen. Und zwar geht es in dem 2014 veröffentlichten Planungsdokument. Es gibt ein offizielles Planungsdokument von der chinesischen Regierung, die gründet auf einer Idee, ein Sozialpunktesystem zu schaffen, das die Gesellschaft hin zu einer sozial und ökologisch verantwortlichen, modernen, zivilisierten Gesellschaft entwickelt, die von Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Tugendhaftigkeit und Moral geprägt ist. Und dafür soll ein Anreiz- und Lenkungsmechanismus zum Einsatz kommen, der eben alle Akteure in der Gesellschaft, das ist schon mal so ein Fakt, den wir in den Medien nicht wahrnehmen, und zwar wird nicht nur die Einzelperson bewertet, sondern alle Akteure in der Gesellschaft werden bewertet. Also sowohl Regierungsbehörden als auch Unternehmer und Unternehmen, aber eben auch jedes einzelne Glied der Gesellschaft. Und dieser Anreiz- und Lenkungsmechanismus soll eben alle Akteure zu rechtmäßigen, wirtschaftlichen, sozialen und ja, auf moralischen Handlungen basierten Verhalten anreizen, im Idealfall durch Belohnen, aber eben auch durch Bestrafen. So wie wir es eben auch durch unsere Rechtspraxis kennen. Die StVO bestraft uns ja auch, wenn wir zu schnell fahren oder falsch parken. Es klingt also ganz spannend. Ich habe hier mal, ich habe nicht viele textlastige Folien, aber ich habe hier mal so ein paar Ausschnitte aus der nationalen Presse mitgebracht, Tagesschau.de, Welt, FAZ, Spiegel beispielsweise, Deutschlandfunk. In der nationalen Presse, in der deutschen Presse lesen wir ganz viel bedrohliche Dinge, und das erlebe ich auch dadurch, dass ich mich eben sehr im Detail damit auseinandersetze, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und die eben davon hören, dass ich mich damit auseinandersetze, dann höre ich sehr viel Angst, sehr viel Bedrohlichkeit, sehr viel, wie kann man denn die Menschen so kontrollieren und totale Überwachung und das ist Diktatur und die Menschen werden unterdrückt. Und ähnlich sieht es auch auf der internationalen Ebene aus, also Orwellian Nightmare wird da gesprochen oder eben auch da von Big Brother is Watching You oder die Diktatur, die da am Aufkommen ist. Also kein Wunder tatsächlich, dass die Menschen, die eben täglich ihre Zeitung konsumieren, da eben wache Ohren und Augen bekommen angesichts dieser Bedrohung, die da auf uns oder auf die Chinesen zugerollt kommt, vermeintlich. Interessanterweise als Gegenstück, ich habe viele ehemalige chinesische Geschäftspartner, aber auch viele Menschen, mit denen ich viele Jahre, ja eigentlich sogar Jahrzehnte schon in China befreundet bin, höre ich ganz viel Positives, ganz viel positive Resonanz aus der chinesischen Bevölkerung, sehr viel Zustimmung, man begrüßt einen solchen Mechanismus, weil es eben zum einen einen persönlichen Nutzen hat, dazu kommen wir gleich, aber auch einen Nutzen für die Gesellschaft, den man auch als persönlichen Nutzen mit bezeichnen kann. Wie kommt es also? Also es gibt sogar auch Studien, nicht nur chinesische Studien, auch beispielsweise erst im letzten Jahr ist eine Studie veröffentlicht worden von der Freien Universität Berlin. Da hat man erhoben, dass tatsächlich 80% der befragten Chinesen hinter einem solchen Sozialpunktesystem stehen. Es gibt also, wie gesagt, viele auch wissenschaftliche Erhebungen, die diese Zustimmung in der Bevölkerung, die ich eben im privaten Umfeld wahrnehme, auch untermalen. Was machen wir heute Abend? Das ist tatsächlich, glaube ich, die letzte textlastige Folie und auch nur dazu da, um Sie ein bisschen zu begleiten. Ich komme nicht, um Ihnen das Sozialpunktesystem zu verkaufen, weder für China noch für einen deutschen, europäischen oder westlichen Rahmen. Ich stelle mir das bei meinen Vorträgen, stelle ich mir das immer vor wie bei einem Leuchtturm, der 360 Grad Fensterscheiben hat, und ein Großteil dieses Leuchtturms ist aber mit Vorhängen bedeckt. Sie bekommen durch die westlichen Medien, die Sie konsumieren, ein Stück gezeigt, aber eben viele Dinge liegen auch im Verborgenen, natürlich auch, weil sich keiner wirklich, die Welt ist heute hochkomplex, weil sich heute keiner wirklich die Mühe machen kann, in so ein Thema so detailliert einzulesen. Und was ich heute Abend machen möchte, ist, ich möchte Ihnen einfach diesen Vorhang, soweit es geht, wegziehen, Ihnen ein paar Fakten und Daten und Informationen zum Hintergrund, warum es zu diesem Sozialpunktesystem kommt,
und warum das die chinesische Regierung wie auch die chinesische Bevölkerung als äußerst passend empfindet. Diese Weltsicht möchte ich Ihnen heute eröffnen und Sie einladen, eben mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und wenn Sie dann, ja, dann können Sie, sagen wir mal, Ihr eigenes Urteil daraus ergründen, zu dem neuen Wissensstand, den Sie dann haben. Ja, also was wir machen ist, wir fangen an, diesen Einstieg in die chinesische Weltsicht. Das ist ein relativ großer Teil, denn das Sozialpunktesystem an sich ist, wird dann im zweiten Teil erzählt, aber es ist eigentlich mit ein paar wenigen Beispielen und ein paar einfachen Worten relativ schnell erklärt. Viel wichtiger für dieses Verständnis ist die kulturelle Einsicht, also eben diese Leuchtturmperspektive einzunehmen, zu verstehen, wie ticken denn die Chinesen, denn wir sprechen, also jeder von uns weiß, dass der mal im europäischen Ausland Urlaub gemacht hat, dass ein Rumäne anders tickt als ein Franzose. Und wenn wir so weit in den Osten gehen, ist sind diese kulturellen Unterschiede so eklatant, dass es ganz wichtig ist, diese Hintergründe zu verstehen, um auch zu verstehen, warum ein solches System in China funktionieren kann und in Ansätzen auch schon funktioniert. Dann schauen wir an, wohin China gerade auf dem Weg ist und welche Herausforderungen. Sie sehen, Sie bekommen alle mit in den Medien, dass China innerhalb von 40 Jahren ganz rasant gewachsen ist. Eine Entwicklung, die wir so in den Ausmaßen nie zuvor erlebt haben. Das bringt ganz viele Herausforderungen mit sich. Die gucken wir uns an. Und daraus webt sich dann ein Bild, das eben sehr klar darstellt, warum diese Zielsetzung eben zu diesen vorangesagten Dingen eben sehr gut passt. Ja, dann sprechen wir über Sozialpunktesystem. Ich bringe habe Ihnen ein paar Daten, ein paar Fakten mitgebracht, auch ein paar Hintergründe zu den Technologien und Big Data, die verwendet werden und ein paar Beispiele. Und der dritte Teil, das ist immer mein Lieblingsteil, denn da geht es ganz oft heiß her, gerade bei so einem kritischen Thema, da öffnen wir die Diskussion und ich stehe sehr gerne für Ihre Fragen, die sich im Laufe des Abends in Ihnen ansammeln, stehe ich sehr gerne zur Verfügung und versuche sie mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und ja, freue mich dann eben auch auf den regen Austausch zu Ihren Meinungen, Ihren Gedanken, vielleicht auch kritischen Anmerkungen oder Ihre Begeisterung, Ihren Enthusiasmus. Wir gucken einfach, was da kommt. Das ist aber immer der spannendste Teil, für mich zumindest, da nehme ich immer ganz viel tolle Sachen mit. So, dann starten wir auch direkt mit zwei ganz wichtigen Fakten, die ich vorwegnehmen möchte, bevor wir in die chinesische Weltsicht einsteigen. Denn das Sozialkreditsystem gibt es überhaupt nicht. Es gibt mehrere verschiedene Testpiloten, die, man spricht mittlerweile von rund 40, die in unterschiedlichen Regionen unterschiedlichste Dinge machen. Die sind ländlich, aber auch städtisch. Die sind freiwillig, aber auch verpflichtend. Die sind kommerziell, aber auch auf einer kommunalen, politischen Ebene. Und sie besprechen vor allen Dingen die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Belange dieser unterschiedlichen Regionen, in denen die getestet werden, an. Darüber sprechen wir aber gleich nochmal im Detail. Und für den zweiten Aspekt habe ich Ihnen das Bild mitgebracht. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Eigentlich habe ich Ihnen viel eher das Bild mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, dass es bei vielen Dingen erstmal auf den Blickwinkel ankommt, den wir einnehmen. Und so wird eben das, was in den Medien gezeigt wird, kann ich verstehen. Man möchte die Zeitung natürlich auch verkaufen. Es werden eben sehr oft eben nur sehr einzelne und sehr medienwirksame Teile aus einzelnen dieser 40 Sozialpunktesysteme herausgegriffen und die werden dann zu einem Horrorszenario zusammengestrickt, aber eigentlich kein breites Bild gesponnen. Also warum das passiert oder es wird auch kein einzelnes dieser Projekte im vollen Umfang erklärt, sondern eben ja, einfach ein paar schöne Puzzleteile, die gut passen und die sich eben auch gut verkaufen lassen. Über Emotionen lässt sich ja gut verkaufen, weiß ich als Wirtschaftswissenschaftlerin. Und daher eben meine Intention, mein Wunsch, da heute ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, worum es denn eigentlich geht. Ganz kurz, bevor wir starten, noch mal ein paar Daten und Fakten zu China. Das ist wahrscheinlich den meisten China-Interessierten von Ihnen sowieso bekannt. Wir sprechen von einem Land mit einer Landesfläche von 9,6 Millionen Quadratkilometer. Das ist mehr als die doppelte Fläche der Europäischen Union.
Ich erwähne das, weil auch diese enorme Größe des Landes gleich für die Thematik von Bedeutung ist. Wir sprechen also von einer enormen Heterogenität an Traditionen, an Ethnien, an regionalen Unterschieden. Ich habe es gerade schon gesagt, ein Rumäne tickt anders als ein Spanier und ein Spanier anders als ein Deutscher und wiederum anders als ein Schwede. Und so müssen wir das uns in China auch vorstellen. Es gibt den Chinesen einfach nicht. Genau, und wir sprechen von einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen. Das ist den meisten Menschen bekannt als Zahl, ein Fünftel der Weltbevölkerung. So, also wir starten mal mit dem Eintauchen in die chinesische Weltsicht. Und dafür ist es wichtig, dass man so ein bisschen versteht, wo China herkam oder herkommt. In China bestand das Kaiserreich mehr als 2000 Jahre. Und die wichtigste Säule, die so das soziale wie politische Leben regelte, war der Konfuzianismus. Und gleichzeitig gab es neben dem Kaiser über die Jahrhunderte hinweg sich eine sehr ausgeklügelte Staatsbürokratie entwickelt von sehr hoch, sehr gut gelehrten Beamten, die eben auch ihre Lehre, ihre Ausbildung in der Hauptsache auf dem Konfuzianismus gemacht haben. Das waren Beamte, die durch wettbewerbsorientierte, sehr, sehr strenge Prüfungen gegangen sind. Und wer das eben geschafft hat, der wurde irgendwann eben in dieses Beamtentum erhoben. Diese Beamte hatten in der Regel ein sehr hohes Gefühl für soziale Verantwortung und die regelten auch, dass die waren sozusagen die lokale Führung auch in den Dörfern und Gemeinden und wiederum vermittelten sie auch mit dem Kaiser. Der Konfuzianismus sah auch wechselseitige Rechten und Pflichten zu. Also auch der Kaiser konnte nicht willkürlich machen, was er wollte, sondern auch da, der war eben an bestimmte Pflichten gebunden und an bestimmte Normen und Werte und an bestimmte Tugendhaftigkeit in seinem Amt, dass er sozusagen durch ein Himmelsmandat erhalten hat. Und die Grundwerte des Konfuzianismus sind Mitmenschlichkeit, Tugendhaftigkeit, kindliche Pietät. Das bedeutet eben, da auch nach seinen Eltern oder nach der Familie zu schauen, Acht zu geben und auch die Einhaltung von Ritualen und die Treue eben an diese alten Traditionen und Werte. Davon lassen sich eine ganze Reihe mehr Werte, die so das gesellschaftliche Leben und das politische Leben geprägt haben, ableiten, wie die Mäßigung des Denkens und Handelns oder Selbstbeherrschung und Maßregelung, aber auch Respekt, Treue, Loyalität, Anstand, Gerechtigkeit und auch viel Selbstachtung. Also sehr viel hatte auch damit zu tun, diesen Weg erstmal nach innen zu gehen, bevor man ihn nach außen geht. Und die Vision einer vollkommenen Gesellschaft oder voll zivilisierten Gesellschaft war eben auch eine Zivilisation, in der jeder diese Selbstverwirklichung eben in sich realisiert hat, in vollkommener Harmonie mit dem Fluss des Lebens, also mit den Dingen, wie sie sind, aber eben auch in Harmonie mit den Mitmenschen und mit der Natur. Das ist ganz irre, denn diese Definition finde ich so heute ganz oft in dieser Bewegung von Menschen, die sich für Nachhaltigkeit, insbesondere ökologische Nachhaltigkeit, interessieren. Ich habe vor 2 Jahren in Aachen eine Initiative gegründet, die nennt sich das Wandelwerk. Und da führe ich Menschen zusammen, die sich in irgendeiner Art und Weise selber für eine ökologisch und sozial nachhaltige Zukunft engagieren, stark machen, interessieren, einfach die dieses Thema bewegen. Und die Werte, die diese Menschen hervorbringen, wenn ich sie frage, wie sieht denn die Gesellschaft aus, in der du gerne leben möchtest, sind interessanterweise eben genau die, die ich auch im Konfuzianismus wiederfinde. Was ist also passiert? Eine Gesellschaft, die das über 2000 Jahre entwickelt hatte. Wer in den letzten Jahrzehnten mal in China unterwegs war, insbesondere an der hochentwickelten Ostküste, bekommt von diesen Werten nicht mehr so viel mit. Da ist sehr viel Konsum und Gier und Materialismus. Und da sind fast 200 Jahre dazwischen.
in denen eben einiges passiert ist. Und durch die machen wir jetzt mal so einen kleinen Schnelldurchlauf. Denn ansonsten kann man sich natürlich fragen, warum braucht denn China ein Sozialpunktesystem, um die Menschen zu einem besseren moralischen Verhalten zu erziehen, wenn die das alle schon können. Aber sie haben es auf dem Weg verloren, beziehungsweise man hat es ihnen genommen. Und zwar beginnt das ungefähr 1840 mit dem ersten Opiumkrieg. Damals gab es eben dieses chinesische Reich, das war in der Hauptsache auf sich selbst bezogen. Man hat eine schöne Mauer um sich herum gebaut, weil man gesagt hat, gut, wir sind hochentwickelt, das ist so ein sinozentristisches Weltbild. Wir sind sozusagen das Land der Mitte, geht auch heute noch aus dem Landesnamen chinesisch hervor, Zhongguo, also das Reich der Mitte. Und hat damals gesagt, gut, wir sind die, die zivilisiert sind, alles andere herum sind Barbaren, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und die Stabilität, die ruhte auch auf mal mehr, mal weniger, gab sicherlich auch in 2000 Jahren Unterbrechungen, auf so autarken und moralischen Dorfgemeinschaften. Und wie gesagt, man war relativ selbstgenügsam. Und nun war es so, anders als in den 90ern, sagen wir mal, wo China bekannt war für billige Massenware und schnell und schlechte Qualität. Damals war es so, dass China für sehr hochqualitative Produkte bekannt war, nämlich Porzellan und Seide und Kunst, aber auch Tees. Und diese Produkte wurden zunehmend interessant für die Europäer. Und so wollten die Europäer Handel mit China betreiben. Und weil die Chinesen da relativ selbstgenügsam waren, waren sie wenig interessiert an europäischen Produkten. Und dadurch kam es eben so, dass es zu einem großen Handelsdefizit auf Seiten der Europäer kam. Das heißt, die Chinesen haben zum einen diktiert, wie die Preise aussehen. Und zum anderen hat man diktiert, dass man alles nur in Silber abwickeln möchte und die Silberreserven waren gar nicht so wahnsinnig hoch in Europa. Und gleichzeitig hat man auch für den Handel nur einen einzigen Hafen in China geöffnet, sodass es wirklich diesen Europäern sehr schwer gemacht worden ist, Handel zu betreiben. Und aufgrund dieses Handelsdefizites und eben den Wunsch, da stärker zu wirtschaften, ist man irgendwann auf die Idee gekommen, ja hoppla, im heutigen Indien, also in Bengal, haben wir ja super große Opiumplantagen. Vielleicht ist das ein schönes Produkt und hat eben massenweise, tonnenweise Opium nach China geschippert. Dadurch wurden Millionen Menschen abhängig und es kam zu starken gesellschaftlichen Instabilitäten und Fehlentwicklungen. Und der Kaiser hat das natürlich gemerkt und versuchte, diese Instabilität Einheit zu gebieten und versuchte, den Opiumhandel zu verbieten. Das gelang ihm aber nicht. Und schlussendlich ließ er sämtliche Vorräte, die man so auftun konnte, in dieser Hafenstadt beschlagnahmen und verbrennen oder ins Meer spülen. Und das sorgte für einen riesigen Aufschrei, natürlich unter den in der Hauptsache britischen Händlern damals in diesen Anfängen, die Großbritannien, also das britische Reich, die schickten damals sofort ihre Flotten, ihre Marine nach China, um eben Genugtuung für diese Demütigung zu erlangen. Und so ist der erste, also es ist sozusagen ein Kurzumriss, wie der erste Opiumkrieg entstanden ist. Da gab es dann noch einen zweiten und da war irgendwann auch nicht mehr nur Großbritannien involviert, sondern eben auch Russland irgendwann und Japan und die USA und auch Deutschland. Und nach dem zweiten Opiumkrieg gab es auch noch einen Boxeraufstand. Also es gab immer mehr Chaos. Es kam zu den, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, ungleichen Verträgen. Das sind rund 14 Verträge, die diese Invasoren oder Kolonialmächte mit dem chinesischen Kaiser als, ich sag mal, Friedensvertrag abschlossen, die aber völlig einseitig waren, deswegen auch die ungleichen Verträge. Damals zum Beispiel wurde die Abtretung von Hongkong an Großbritannien entschieden oder eben auch andere Ländereien wurden besetzt. Man hat das Land für die christliche Mission geöffnet, man hat den Opiumhandel legalisiert, die verbotene Stadt, die bis dahin ja geschlossen war, deswegen verbotene Stadt. Man hat da das Land genötigt, eine Botschaft zu errichten, um da eben diesen Handel weiter zu forcieren. Und hat den Kolonialmächten eben sämtliche Rechte an der Sozial-, Außen- und Gesellschaftspolitik überschrieben. Und das führte natürlich dieses Land total aus dem Lot, weil man seine eigenen Strukturen eben aufgeben musste.
Das führte zu sehr vielen Aufständen und natürlich ganz viel Unmut in der Gesellschaft, weil also nicht nur den Invasoren gegenüber, auch dem eigenen Kaiser und den eigenen Traditionen gegenüber, weil man gesagt hat, wie konnte das passieren? Diese Menschen haben vor ein paar hundert Jahren sich noch in den Sümpfen die Köpfe eingeschlagen und wir sind so hochentwickelt, jetzt kommen die und machen uns auf einmal, ja, hier strecken uns so lang innerhalb von kürzester Zeit, wieso sind wir da gar nicht gewappnet gewesen? Und so kam es eben auch zu einem starken Konflikt, der in zwei Läger sich teilte. Zum einen Menschen, die gesagt haben, ja, jetzt erst recht, wir müssen erst recht an unseren Werten festhalten, denn wir sehen ja, was das macht mit den Menschen, wenn sie von Materialismus und ihren fleischlichen Bedürfnissen gedrängt sind. Und das führt zu Gier und das führt zu Gesellschaften, die zerrissen werden und Grundfesten. Jetzt müssen wir erst recht an unseren Werten festhalten. Und das andere Lager, insbesondere junge Akademiker, bestanden darauf, nein, wir müssen dieses Wertesystem vollkommen ablegen und müssen die westlichen Werte übernehmen, denn ansonsten können wir in dieser Welt einfach nicht mithalten. Ja, letztendlich gewann eben diese zweite Partei, diese Revolutionäre, und so kam es zum Sturz der kaiserlichen Dynastie 1911. Und 1912 wurde die Republik China ausgerufen. Dann gab es aber weitere Streiks und Aufstände und Revolten. Also das Land war völlig aus dem Lot geraten. Ich meine, ist ja auch klar, wenn man 2000 Jahre als etablierte Struktur besteht, auch in dieser Größe, da eben den Halt und das Werteverständnis weggerissen zu bekommen. Gab es eine kurze Herrschaftszeit der Kuomintang, später dann bis zum Zweiten Weltkrieg verschiedene Besatzungsmächte, auch Deutschland war da involviert. Und 1949 hatte, sagen wir mal, diese 100 Jahre der völligen Zersplitterung und der völligen Abhängigkeit von diesen Invasoren dann ein Ende, denn am 1. Oktober wurde durch Mao Zedong die Volksrepublik China ausgerufen. Und auch Mao Zedong gehörte zu dieser Riege von Menschen, die eine Abkehr forderte, zu diesen Revolutionären, eine Abkehr von diesen Werten, die als rückständig betrachtet wurden, weil sie eben dazu geführt haben, dass man eben so ausgeliefert war und nicht mehr mithalten konnte. Also man machte diese Werte für diesen Zustand, in dem sich das Land befand, einfach verantwortlich. Und so gab es, sagen wir mal, die zwei wichtigsten Kampagnen unter Mao Zedong, ist Ihnen sicherlich ein Begriff, der große Sprung nach vorne, um da eben aufzuschließen mit den westlichen Industrienationen, aber auch die Kulturrevolution, die eben sehr viel auch an sozialen und gesellschaftlichen Strukturen eklatant beschädigt hat. 1978 geschieht eben das, was wir in den letzten 40 Jahren, oder nimmt das seinen Lauf, was wir in den letzten 40 Jahren erleben. Durch die Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping kommt der Materialismus ins Land, aber gleichzeitig auch mit Materialismus und Kapitalismus ein Riesenmotor, den die Chinesen gut zu lenken wissen, um dieses Land eben innerhalb von 40 Jahren aus akuter Armut zu befreien. Die Älteren unter Ihnen können sich vielleicht erinnern, vor 20, 30 Jahren, wenn man da über China nachgedacht hat, da hat man an ein Entwicklungsland gedacht, ein absolut verarmtes. Es wäre damals nicht vorstellbar gewesen, dass China heute da steht, wo es steht. Also diese Entwicklung ist absolut beispiellos. Dieses rasante Wirtschaftswachstum wird insbesondere, sagen wir mal, wenn man sich auf Zahlen beruft, wird das nochmal ganz deutlich, wenn man sich das reale Wachstum des Bruttoinlandsproduktes anguckt in diesen 40 Jahren, also von 1978 bis 2018, da ist dieses Bruttoinlandsprodukt um das 50-fache gewachsen, also ein wirklich ganz rasanter Wachstumsprozess. Ja, mit diesem Wachstum, das wissen Sie, spätestens wenn sie mal da waren, der Wolfram hat das jetzt gerade auch noch mal erwähnt, sind aber auch viele Schattenseiten in diesem Land, haben sich in diesem Land aufgetan, insbesondere ökologischer Natur. Also wer sich in den Metropolen mal bewegt hat oder generell Statistiken von der Weltbank oder auch innerchinesische Umweltstatistiken anschaut oder anschaute, da ist ja Gott sei Dank schon viel passiert wieder,
Da gibt es eklatante Probleme mit Luftverschmutzung, mit Wasserverunreinigung, Wassermangel, Bodenverarmung, Bodenerosion. Eine ganz enorme Problematik um die Ausbreitung der Wüste. Ungefähr 2000 Quadratkilometer Landesfläche verliert dieses Land jährlich seit Jahrzehnten an die Ausbreitung der Wüste. Auch das ist aber ein anderes Thema, wurde eingedämmt. Was ich damit sagen will, plus es gibt eine Studie der Weltbank von 2007, glaube ich, damals wurde, oder 2012, damals wurde erhoben, dass in China 1,4 Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen der Umweltbelastung sterben. Das sind 4.000 Menschen am Tag. Und wer das begriffen hat, diese Fakten, der kann nachvollziehen, warum China da nicht mehr von einer Krise spricht, sondern es sind kriegsähnliche Zustände, wenn man so viel Land und so viel Menschen verliert, dass die Regierung 2012 auch diese ökologischen, aber auch sozialen Aspekte noch mal viel stärker in der Verfassung verankert hat. Und insbesondere der aktuelle 13. Fünfjahresplan, der seit 2015 in Betrieb ist, hat eben nicht nur die Industriebelangen auf dem Radar oder im Fokus, sondern eben auch, weil sich die Regierung eben ist sich bewusst, dass die Industriebelange ganz klug ausbalanciert werden müssen mit den Bedürfnissen der Gesellschaft, wie auch mit den ökologischen Ressourcen und ja, Umweltbelangen. Denn die Produktivkräfte sind eben nur produktiv, wenn sie in einer entsprechenden Umgebung leben und sich entfalten können. Und also im 13. Fünfjahresplan sind viele dieser ökologischen und sozialen Themen schon verankert. Aber Chinas Blick geht weiter. Das finde ich immer sehr, sehr interessant zu sehen, mit welcher Langfristigkeit und visionären Weitsicht man eigentlich in die Zukunft schaut. Da gibt es beispielsweise die Kampagne Made in China 2025. Also Made in China in den 90er Jahren war, wie gesagt, klappriges Kinderspielzeug, was billig in China produziert ist. China muss diesen enormen Wachstumsmotor, wenn wir uns das wie ein See, ein großes Containerschiff vorstellen, den eigentlich in voller Fahrt wenden. Denn klar braucht dieses Land weiter Wachstum, sagen wir mal, um in dem aktuellen globalen Gefüge auch mithalten zu können. Aber dieses Wachstum muss anders sein. Es muss möglichst von diesen extremen Umweltproblematiken entkoppelt werden. Und das schafft China, indem sie sich wegentwickeln von der energie- und ressourcenintensiven Schwerindustrie und eben der verlängerten Werkbank der Welt hin zu einer innovationsgetriebenen, qualitativen, technologiegetriebenen Industrie. Und diese Roadmap Made in China 2025 sieht vor, dass man sich eben in sämtlichen Schlüsseltechnologien als Innovationsführer positionieren möchte. Das ist beispielsweise in der Robotik, aber auch künstliche Intelligenz, Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt, aber auch Pharma, Landwirtschaft sind so 10 Schlüsseltechnologien, die man sich da auf die Fahne geschrieben hat. Und wenn China da gerade fleißig in Europa, gerade auch in Deutschland, mittelständische Unternehmen einkauft, dann passt das eben genau in diese Strategie, sich da eben als Technologieführer zu positionieren und zu lernen, um eben später selber Meisterschaft zu erlangen. Also jeder, der schon mal einen Kampfsport gelernt hat, weiß, dass das asiatische Lernen so funktioniert. Man hat einen Meister und den ahmt man so lange nach, bis man selber Meisterschaft erlangt und erst dann macht man eben die eigenen Versuche. Ich sage ja gerade, ausbalanciert mit dem gesellschaftlichen Wohl, gibt es die Kampagne oder den Plan, eine Gesellschaft bescheidenen Wohlstands zu schaffen. Und dieser Plan soll bereits bis 2021 realisiert werden. Wie wird das geschafft? Eben durch diese neuen Technologien und den Vormarsch dieser neuen Technologien soll eben signifikant das Pro-Kopf-Einkommen gehoben werden. Und gleichzeitig gibt es viele Kampagnen der regionalen Entwicklung, aber auch Kampagnen zum Ausgleich von Wohlstandsgefälle. Der chinesische Traum geht aber noch ein Stück weiter, und zwar bis 2049. Das ist sozusagen
eine Floskel oder ein Zitat von Xi Jinping, der eben 2049, warum diese ungerade Zahl, ich habe ja gerade erzählt, der historische Hintergrund, 1949 die Gründung der Volksrepublik China und eben nach diesen 100 Jahren der Demütigung jetzt eben diese 100 Jahre der Entwicklung und des Wachstums, um dann eben 2049 als gestärkt, als Nummer eins, als Militär- und Wirtschaftsmacht an der Spitze zu stehen. Und ja, eine Zivilisation, deswegen bringe ich diese ganzen Sachen hervor, denn Gesellschaft ist immer ein Aspekt dieser Geschichten. Und damit verbunden, eine Gesellschaft zu entwickeln, die modern und zivilisiert ist, wohlhabend und harmonisch funktioniert. Und ja, gleichzeitig gibt es auf diesem Weg dorthin, also dieses rasante Wirtschaftswachstum hat eben nicht nur ökologische Schattenseiten, sondern das wissen wir alle, wenn wir mal in kleinen Unternehmen gearbeitet haben, die sich rasch weiterentwickelt haben, die ganzen Strukturen wachsen so schnell gar nicht mit. Und das Problem hat auch China, das heißt, es gibt beispielsweise große juristische Herausforderungen, denn es mangelt in einigen Teilen, zum Beispiel im Zivilrecht, noch an einem landesübergreifenden, stabilen Rechtssystem. Das hat an vielen Ecken und Kanten Probleme. Wieso ist das so? Zur Kaiserzeit brauchte man so ein Rechtssystem nicht, wie wir das heute in unserem Kulturkreis kennen. Der Konfuzianismus regelte das und dadurch, dass das alles, sagen wir mal, von der Familie über die Gemeinde, über die Provinz, alles so miteinander, also im menschlichen Austausch geschah, brauchte es diese Institutionalisierung nicht. Und schon unter Mao versuchte man eben, weil man aufschließen wollte, ein Rechtssystem zu entwickeln, schaute nach Japan, die ja ein gutes Rechtssystem haben, und nach Deutschland, und versuchte das zu kopieren, aber das gelang ihnen nicht. Und dadurch gibt es eben eklatante Mängel in diesem Rechtssystem und nicht nur in der, sagen wir mal, in den Gesetzen an sich, sondern auch in der Bevölkerung. Also wenn es in einem Land nie ein klassisches, also so ein Rechtssystem gab, wie es bei uns gibt, gibt es natürlich auch nicht das Rechtsbewusstsein, so wie wir das heute haben. Und auch das muss eben weiterentwickelt werden. Plus diese extreme Heterogenität im Land, also verschiedene Ethnien, verschiedene Kulturen. Das eine Dorf hat es so geregelt, das andere so. Und das in so einem riesigen Land alles unter einem Hut zu bringen, ist eine enorme Herausforderung. Ja, gleichzeitig gibt es wirtschaftliche Herausforderungen. Einmal das Thema Vertrauen, darauf komme ich gleich nochmal als gesellschaftlichen Aspekt ein bisschen näher zu sprechen. Wir wissen das selber von uns, wenn wir etwas kaufen, insbesondere online, aber auch so als Konsument, aber auch als Verkäufer, dass Vertrauen essentiell ist, wenn wir Geschäfte abwickeln. Und das Vertrauen in der Gesellschaft ist relativ schlecht. Und das ist natürlich auch ein Defizit für die Marktwirtschaft, um die eben weiter als Motor voranzutreiben. Und insbesondere für ja, Kreditthemen, also Kreditinstitute, Banken, bemängeln oder beklagen, dass es kein nationales Bonitätssystem gibt. Das heißt, wenn Wirtschaft wachsen will, braucht man Kredite. Und diese Kredite zu vergeben, ist wahnsinnig schwer, weil man eben ganz wenig Zahlungshistorie zu den einzelnen Menschen hat und deswegen die Kreditwürdigkeit von Menschen sehr schlecht nur einschätzen kann. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass China, die meisten Chinesen bis vor wenigen Jahren alles bar bezahlt haben. Deswegen gab es auch keine Bankkonten oder nicht viele Chinesen hatten zumindest ein Bankkonto. Und erst so in den letzten Jahren, als jetzt diese digitalen Zahlungssysteme aufkamen, ändert sich das jetzt, aber die Historie sozusagen ist nicht gegeben, weil die Leute bar bezahlt haben. Und da eben für Stabilität in der Marktwirtschaft zu sorgen, das ist eben eine weitere dieser strukturellen Herausforderungen. Die dritte von vier Herausforderungen sind politische Herausforderungen. Denn früher war, wie gesagt, die politische Initiative in der Hauptsache bei diesen Gelehrten in den Dörfern und Gemeinden. Und mit der rasanten Entwicklung hat sich aber die politische Initiative immer stärker aus dem Lokalen zurückgezogen, zentralisiert. Das heißt, ist auf die Provinzebene gegangen oder eben nach Peking. Und das führte zu einer sehr schwachen lokalen Führung. Und damit verbunden eben Korruptionsfälle, weil die lokalen Beamten halt dann ganz oft mal gesagt haben, na ja, Peking ist weit genug weg, das bekommt schon keiner mit. Und ja, Peking hat das natürlich auch, sagen wir mal, bis das Internet so Vormarsch gehalten hat, wie hätte Peking das auch mitbekommen?
kommen, mitbekommen sollen bei so einem Riesenland. Und dadurch ist es zu enormen, Vertrauensverlusten auch der Bevölkerung in Regierung gekommen. Und Sie können sich vorstellen, in einem Land, das auf einem Einparteiensystem beruht, ist es essentiell für diese Partei, dass sie, also sie erhält ihre Legitimität ja dadurch, dass das Volk hinter ihr steht, also dass die Politik, dass das Volk versteht, oh, das, was hier passiert, kommt mir zugute, das ist gut für die Gesellschaft, das ist gut für unser Land. Wenn sie aber merken, dass ihre lokalen Beamten in den Behörden eben da ständig in Betrugs- und Korruptionsfälle involviert sind, dann wirft das ein sehr, sehr schlechtes Licht auf eben Regierungsmitglieder. Und das ist eben auch ein Thema, eine Herausforderung, den sich die chinesische Regierung stellen muss, da eben dieses Misstrauen in der Bevölkerung wieder abzuziehen. Ja, und die vierte Herausforderung sind gesellschaftliche Herausforderungen, beispielsweise der wachsende Individualismus. Wie kommt es dazu in einer Kultur, die eben auf diesen konfuzianistischen Werten beruht? Die Kinder der Kulturrevolution, also die in den ungefähr 1960ern geboren sind, diese Kinder, also diese Generation, die heute keine Kinder mehr sind, diese Generation war eigentlich die erste Generation, die wirklich auch strukturell nicht mehr die konfuzianische Schule durchlaufen haben, weil man damals gesagt hat, gut, Kulturrevolution, wir lassen das Alte hinter uns, brauchen wir nicht mehr, ist nur eine Krücke für uns. Das heißt, diese Generation hat diese Werte nicht mehr mitbekommen. Gleichzeitig hat diese Generation, also die 1960er Generation, wieder Kinder bekommen. Das sind meine Generation, also die Generation der Ein-Kind-Politik, also ab 1980 geboren. Und diese Kinder, ja, sind eben Einzelkinder und wie eben oft Einzelkinder eben auch ein Stück weit verwöhnt, verhätschelt. Viele von denen haben auch im Ausland studiert und haben da eben nochmal zusätzlich Materialismus auch am eigenen Leib erfahren und kennen und lieben gelernt. Und ja, und dadurch ist es eben zu gesellschaftlichen Fehlentwicklungen gekommen. Es war vor, ich glaube, das war 2003 mal, da ist es durch die Medien gegangen, so ein ganz schlimmer Verkehrsunfall von einem LKW-Fahrer im Süden des Landes. Ich weiß nicht, ob Sie das damals mitbekommen haben. Ein LKW-Fahrer, der versehentlich, also ein Unfall, ein dreijähriges Kind überfahren hat, der aber dann gehalten und zurückgesetzt ist, um das Kind nochmal zu überfahren. Und dann erst weitergefahren ist. Und diesen Mann hat man gekriegt. Das hat auch in China zu viel Aufruhr und zu viel Diskussion geführt. Man hat diesen Mann befragt und der hat gesagt, naja, was kann ich machen? Ich verdiene nicht viel Geld. Und wenn ich ihn einmal überfahren habe und der hat es vielleicht überlebt und ist schwer behindert, dann muss ich mein Leben lang dafür zahlen. Das kann ich nicht. Und dann überfahre ich ihn lieber zweimal, damit ich nicht mehr für den Menschen zahlen muss. Und das sozusagen spiegelt so ein bisschen dieses Gesellschaftsbild und dieses Miteinander und diese ja, verwerfliche Entwicklung, was soziales oder moralbasiertes Verhalten angeht. Und mangelndes Vertrauen, das hatte ich gerade schon mal beim Thema Marktwirtschaft erwähnt. Es gibt eine Studie, die regelmäßig von der Universität Michigan eröffnet wird, die erhebt in sämtlichen Ländern der Welt, wie groß das Vertrauen von Menschen innerhalb einer Bevölkerung ineinander ist. Und auf diesem Index steht China ganz, ganz schlecht. Also dieser Misstrauensindex liegt in China bei 82%, während wir in Deutschland knapp über 50% liegen. Das heißt, eigentlich misstrauen Chinesen, wenn sie sich nicht wirklich kennen, sämtlichen Menschen, denen sie sozusagen begegnen. Das ist natürlich eine ganz fatale Entwicklung, gerade wenn man eben auch als Ziel oder als Vision hat, ein sozialistisches Land eben zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Ganz kurz noch ein Einblick in das Macht- und Politikverständnis. Denn neben den Herausforderungen, die wir jetzt gesehen haben, die ja eigentlich, deswegen bringe ich die Sachen auf, nach so einem neuen Mechanismus schreien und eben auch die Visionen, die wir gesehen haben, also da, wo China hin will, gibt es auch ein anderes Verständnis von Macht und wie Politik funktioniert oder funktionieren soll in einer chinesischen Gesellschaft. Zum einen
spricht man, also mir kommt das sehr oft, mir wird das sehr oft gespiegelt, wenn ich meine Vorträge halte, auch zu anderen chinesischen Themen, dass man danach in der anschließenden Diskussionsrunde zu mir sagt, ja, das ist aber doch ein autoritäres System und das ist eine Einparteiendiktatur und totalitär. Ich kann diese Begriffe nicht unterschreiben, denn wenn man sich Staaten ansieht, auf die diese Beschreibungen zutreffen, dann hat keiner dieser Staaten in der Geschichte jemals eine solche Entwicklungsleistung vorangebracht. Denn ganz oft sind das so ein paar Machthaber, die in der Hauptsache für sich selber oder für ihre Position alles ausnutzen, aber dass geschlossen, sagen wir mal, eine Regierung oder nahezu geschlossen eine politische Führung hinter einer Mission steht, und zwar der Mission dieser Entwicklung dieses Landes und dieser Gesellschaft, das finde ich, macht kein autoritäres System aus. Es ist ein zentral geführtes System. Der Politikwissenschaftler Chalmers Johnson spricht von einem Entwicklungsstaat. Das hat man im Kleinen schon mal gesehen, beispielsweise in Japan, aber auch in Singapur. Das heißt, dass auch zentral geführt die politische Elite eine gemeinsame Vision verfolgt, wie im Unternehmen auch. Da hat man auch eine gemeinsame Vision und Mission. Und dass man geschlossen hinter dieser Vision steht und natürlich auch gegen alle Hindernisse diesem Pfad folgt. Und dadurch ist so eine schnelle Entwicklungsleistung möglich. Und man darf an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass das ja auch nicht einfach, sagen wir mal, wie wenn jetzt das auf uns zukäme, dass die Chinesen sind in ihrer Geschichte immer zentral geführt worden. Das ist also für die Chinesen nicht etwas, was man auf einmal ihnen wegnimmt oder beschneidet. So eine zentrale Führung kann, wenn es vertrauensvoll funktioniert, ja auch eine Entlastung darstellen. Wir wissen, wie komplex das Leben heute ist. Und also ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich bei jeder politischen Entscheidung wirklich genug wüsste, um beispielsweise bei einem Bürgerentscheid mitzumachen, weil es auch immer ganz stark davon ab ist, was sind die Quellen und kann ich denen vertrauen. Von dem her kann eine zentrale Führung, ich möchte Ihnen nichts verkaufen, sondern ich möchte nur einen anderen Blickwinkel aufsetzen. Sowas kann auch eine Entlastung darstellen, wenn man weiß, hey, da ist eine Regierung, die tut das Beste für mich und meine Gesellschaft. Und da das entsprechende Vertrauen da ist. Und was ich persönlich auch nochmal sehr interessant finde und sehr spannend als Erfolgsrezept, ist die Langfristigkeit der Vision. Also in dem Moment, das können leider westliche Regierungen heute nicht mehr, ein Bild zeichnet, wo möchten wir denn sein in 20, 30, 40 Jahren, ist natürlich viel einfacher, die Menschen einzuladen und mitzunehmen. Also selbst wir in Aachen, da wünscht man sich manchmal, Mensch, die lokale, kommunale Führung, zeichnet doch mal Bilder, macht doch mal Visionen auf. Wo soll denn Aachen stehen in 20 Jahren? Das ist halt alles sehr kurzfristig. Ich meine, klar, das System immanent, aber es ist alles sehr kurzfristig. Und gerade so eine Vision, so eine langfristige Vision kann auch so ein Land einschwören und mitreißen, wenn man merkt, dass jeder was davon auch profitiert. Und die Rolle von Staat und Politik, ich habe diesen Fischschwarm mal aufgezeigt. Ich wusste nicht, in welcher Form ich das mal darstellen soll. Der Staat sieht sich nicht in erster Linie als, sagen wir mal, Instrument, um Recht und Ordnung, also Recht und Ordnung im rechtlichen Sinne, im juristischen Sinne herzustellen, sondern, das kommt noch aus der Kaiserzeit, der Staat sieht sich als Hüter und Förderer und Entwickler von Werten und Moral in der Gesellschaft. Man sieht Gesellschaft wie in der, deswegen der Fischschwarm, man sieht Gesellschaft im chinesischen Machtverständnis wie ein Organismus, so wie in der Natur, eben wie so einen Fischschwarm, der modelliert und geformt werden muss. Also daher auch gerade, also in der Anmoderation haben wir das ja gerade gehört, so Lenkungs- und Anreizmechanismen, was ja auch so mein Thema ist. Das sind Dinge, die auch wir in unserer Gesellschaft erleben, auch wenn die hier unbewusst passieren, weil sie in der Hauptsache für wirtschaftliche Zwecke, also im Marketing, da wo ich herkomme, verwendet werden. Aber da eben
Instrumentarien zu verwenden, um Gesellschaft zum Bestmöglichsten hinzuentwickeln, weil wir eben nun mal keine hundertprozentig rationalen Wesen sind und als Masse schon dreimal nicht. Das hat schon Gustave Le Bon 1840, glaube ich, festgestellt. Gerade in der Masse sind wir eben nicht klug und nicht rational, sondern eben emotionale, irrationale Wesen in unseren Entscheidungen. Und daher eben dieses andere Machtverständnis. So, das war ganz, ganz viel Einleitung. Jetzt kommen wir zum Sozialpunktesystem. Und eigentlich greife ich jetzt tatsächlich nur noch systematisch die Sachen auf, die wir gerade besprochen haben. Also zum einen geht es darum, in diesem Planungssystem, dieses Planungsdokument, was 2014 veröffentlicht wurde, basiert auf vier Säulen. Und zwar dieser juristischen Säule, also tatsächlich eine Möglichkeit zu schaffen, damit Urteile wirksamer umgesetzt werden können, aber auch um eine Datenlage besser zu zentralisieren, eben bei dieser Riesengröße des Landes. Und auch in der Gesellschaft das Gefühl für Rechtsbewusstsein besser zu stärken und zu entwickeln, also eine zivilisatorische Kompetenz. Heute habe ich es mit dem Wort. In kommerziellen Angelegenheiten geht es eben da auch darum, man spricht von Steigerung der kommerziellen Integrität, also eine Steigerung der Effizienz und des Vertrauens und der Transparenz in der Marktwirtschaft, in der gesamten Wertschöpfungskette. In politischen Angelegenheiten, da eben auch wieder Vertrauen, also das Thema Vertrauen kommt eigentlich als Aspekt in jeder einzelnen dieser Säulen. Deswegen auch Social Credit System, also Shehui Xinyong Tixi, also chinesische Übersetzung für dieses Sozialpunktesystem. Dieses Xinyong heißt übersetzt Vertrauen, also ganz klassisch im zwischenmenschlichen Sinn, aber auch Kredit, so wie es im finanzwirtschaftlichen Sinn verwendet wird. Es geht also tatsächlich um einen Vertrauensaspekt, der in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft gestärkt werden soll und damit natürlich der Gesellschaft und ja, sowohl wirtschaftlich als auch sozial unterstützend oder förderlich wird. Und auf politischer Ebene eben möchte man das wieder schaffen. Deswegen sagte ich vorhin bei meinem Einstieg, alle Akteure in der Gesellschaft sollen inkludiert werden. Das heißt, wenn ich lokale Regierungsbeamte habe, die eben Schindluder treiben, dann wird das Gott sei Dank heute sehr schnell, sehr rasant öffentlich, weil durch die sozialen Medien sich das sehr schnell verteilt. Aber da eben auch einen Hebel zu haben, Behörden zu bewerten, um Fehlentwicklungen relativ schnell auch in Peking transparent zu machen. Denn auch die zentrale Regierung hat da ja ein großes Interesse zu sehen, dass ihre lokalen, ich sage jetzt mal Provinzfürsten, auch funktionieren und eben alle an einem Strang ziehen und in eine Richtung rudern. Und da eben der Wunsch, so wie es eben früher zur Kaiserzeit war, dass die Regierungsbeamten wieder Vorbilder für soziales Verhalten, für Moralität in der Gesellschaft sind. Und eben sozial, also gesellschaftlich, die Ausbildung zivilisatorischer Kompetenz, also Gesellschaftssinn, Rechtsbewusstsein, Vertrauenssinn, Moralerziehung, Gemeinschaftssinn und da eben ja, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um diese Vision 2049 von einer modernen Zivilisation auch zu erreichen. Ein paar Daten und Fakten, ein paar habe ich so ein bisschen fallen lassen schon während des Vortrags. Das Planungsdokument, das initiiert wurde, ist 2014 veröffentlicht worden. Sämtliche Regierungsorganisationen hängen damit drin. Ich habe eine Liste von über 20 verschiedenen Instituten und Universitäten und politischen Bereichen, die alle eben in dieser Planung involviert sind. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, es sind nicht nur Einzelpersonen involviert, sondern auch Firmen, Regierungsbehörden, Regierungsbeamte. Der Zeitplan, der sah ursprünglich vor, das lesen Sie so auch, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, dass dieses Sozialpunktesystem 2020 landesweit an den Start gehen soll. Das ist zum heutigen
Zeitpunkt völlig unrealistisch. Das wissen heute auch die Chinesen. Denn zum einen ist die große Herausforderung, landesweit in diesem Riesenland eine dementsprechend landesweite Datenqualität zu gewährleisten, weil natürlich in den Städten ganz andere Daten vorhanden sind als in den Dörfern und Gemeinden, die ja heute noch nicht so weit entwickelt sind wie die Metropolen. Und man sagt immer, ein Land, 1000 Systeme, und das greift eben auch in diesem Bereich, dass aufgrund dieser Heterogenität dieses Landes, die verschiedenen Ethnien, die verschiedenen Traditionen, die verschiedenen Bedürfnisse lokal, die verschiedenen Arten politischer Kultur, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben, das unter einen Hut zu bringen, ist im Moment noch nicht realisierbar bis 2020. Und so gibt es rund 40, deswegen sagte ich, das Sozialpunktesystem gibt es nicht, es gibt rund 40 Pilotprojekte, die da am Start sind. Aber dieses Sozialpunktesystem ist auch nicht das erste Mal, dass das China macht. Es gibt in der Historie des Landes auch ganz viele andere Beispiele. Ich habe jetzt einfach mal drei mitgebracht, zwei super bekannte und eine Erfahrung, die ich einfach mit Ihnen teilen möchte. Und zwar gibt es zum Beispiel das Baojia, oder gab es das Baojia-System. Da wurden 10 Familien zu einer Bau zusammengeführt und nochmal 10 Baus zu einer Tia. Und innerhalb von so einer Baotia hat man rotierende Führungspositionen gehabt und man hat da in dieser Baotia dafür gesorgt, dass bestimmte Rechte, Normen, Ordnung, Moralität eingehalten wurde. Und wenn innerhalb einer Baotia ein Mensch irgendwie straffällig geworden ist oder Fehltritte sich geleistet hat, wurde die ganze Baotia dafür bestraft. Und dann gab es auch das Dunhui-System. Das sind Menschen, die gleichzeitig im gleichen Werk, sag ich jetzt mal, arbeiten. Also diese Dunhui fasst sozusagen Beruf und Alltag in eine Dunhui zusammen. Und diese Dunhui sorgte dafür, dass die Menschen, die Familien, die eben Angehörige, die in diesem Werk hatten, auch da, dass für Recht und Ordnung gesorgt worden ist, aber gleichzeitig auch einige Wohlfahrtsfunktionen erfüllte diese Dunhui. Beispielsweise die Altersvorsorge oder die Garantie, die Arbeitsplatzgarantie, dass jedes Kind eine Kinderbetreuung hatte, dass medizinische Versorgung gewährleistet. Das übernahm alles die Dunhui. Und das Beispiel, von dem ich gerade schon erzählt habe, das ich angekündigt habe aus meiner eigenen Erfahrung, das ist noch gar nicht so alt. Und zwar, als ich reise jetzt seit 20 Jahren ungefähr nach China regelmäßig, und als ich um die Olympischen Spiele in Peking war, das war eine ganz spannende gesellschaftliche Entwicklung, die man da mitnehmen konnte. Es war kurz vor oder generell vor der Zeit der Olympischen Spiele, gab es bestimmte Habits oder Verhaltensweisen in der Stadt unter den Chinesen, die ganz normal waren, die man heute auch noch erleben kann, wenn man irgendwie an besonderen touristischen Highlights sind, weil da ganz viel Landbevölkerung hinkommt und die, sagen wir mal, diese neue zivilisatorische Kompetenz noch nicht haben. Das heißt, was ist passiert um die Olympischen Spiele herum? Gab es Erziehungsmaßnahmen für Gesellschaft in Peking beispielsweise, aber auch in Shanghai? Das heißt, die Leute wurden dazu angehalten, in Reih und Glied anzustehen an der Bushaltestelle oder insbesondere nicht auf der Straße zu hupen. Denn ich erinnere mich noch vor 2008, wenn ich nachts in meinem Hotel im Bett lag, da habe ich immer überall Hubkulisse gehabt. Das war total typisch für China. Und mit 2008 hörte das plötzlich auf. Und heute hupt auch keiner mehr. Also kaum hört man das irgendwie noch. Oder auf die Straße spucken oder diese ganzen Sachen. Also so innerhalb von 2 Jahren war nicht nur, dass sich das Stadtbild architektonisch immer wieder so schnell weiterentwickelt, sondern auch durch diese Formungs- und Modellierungsprozesse hat sich auch Gesellschaft innerhalb von 2 Jahren maßgeblich weiterentwickelt. Ja, für dieses Sozialpunktesystem braucht es natürlich eine ganze Reihe an neuen Technologien und Big Data Auswertungsmöglichkeiten. Und so wurde zum Beispiel 2004 wurde es neu aufgelegt, ein neues Personalausweisgesetz aufgetan. Und so bekam jeder Bürger, der eben geboren wurde, einen 18-stelligen Code, eine Kennung, so wie wir das eben vom Personalausweis auch kennen. Und diesen Code braucht man überall im Alltag, wenn man irgendwie einen Handyvertrag abschließen will oder sich irgendwo online zu irgendeinem Online-Geschäft anladen will. Also diesen Code, den braucht man, sonst kann man am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen.
Und zudem gibt es eine ganze Reihe ganz neuer, moderner Technologien, wie eben Überwachungskameras, Gesichtserkennungssoftware, Spracherkennungsgeschichten, Datenbrillen, die eben in der Masse Menschen erkennen, die beispielsweise terrorismusverdächtig sind. Und auch Datenquellen gibt es eine ganze Reihe. Mögliche Datenquellen sind beispielsweise administrative Informationen, also diese Personalausweis, diesen Code, diese ID-Card, das Geburtsdatum, den Wohnort, der Familienstand. Finanzielle Informationen spielen eine Rolle, Kredithistorie, Zahlungsfähigkeit, auch sonstige Informationen von Finanzbehörden oder Sozialkassen, aus dem Online-Shopping, aus Bezahl-Apps. Informationen von der Polizei, also ist da jemand bei Rot über die Ampel gegangen oder gefahren oder ist da jemand straffällig geworden, und auch steht auch in der Diskussion Online-Datenquellen, also möglich wären beispielsweise auch Internetsuchanfragen oder Beiträge in sozialen Netzwerken abzugreifen. Aber da es das sozialbepunkte System einfach noch nicht gibt, ich habe jetzt gleich ein paar Beispiele mitgebracht, sind das auch erstmal potenzielle Datenquellen, also keine, die aktuell wirklich in der Gänze abgegriffen und ausgewertet werden. Denn die große Herausforderung ist ja zusätzlich auch diese Daten, eine gleichbleibende Datenqualität zu gewährleisten und gleichzeitig auch die auch überhaupt von jedem zu erheben und zu bekommen. Das ist also noch eine sehr knifflige Herausforderung. Vier Beispiele habe ich mitgebracht. Eher aus dem ländlichen Raum gibt es das Projekt Ehrliches Qingzhen. Da kommen in einer südchinesischen Gemeinde eben Menschen zusammen, Bewohner eines Viertels, und besprechen sich, wie so dieses gesellschaftliche Verhalten untereinander ist. Also ist so eine Familie streitlustig oder trennt die ihren Müll ordentlich oder kümmert man sich um die Eltern oder die Schwiegereltern. Und das werden beispielsweise Bauvorschriften eingehalten oder sind Leute eben aus irgendeinem Grund auffällig geworden. Und diese Diskussion innerhalb dieser Gemeinde entscheidet mit darüber, ob beispielsweise ein Bauer einen neuen Kredit für beispielsweise Bauland oder Zusturz vom Staat erhält. Dann gab es, das Projekt ist, soweit ich weiß, auch eingestampft worden, das Projekt Dajong Xinyong 2010 im Landkreis Suining in der Provinz Jiangsu. Das ist so ein bisschen der erste Vorreiter zu dem, was wir heute ganz oft in den Medien lesen. Dieses, du startest mit 1000 Punkte und dann machst du besondere Sachen irgendwie besonders gut und dafür kriegst du Punkte, und dann machst du Sachen besonders schlecht und dafür nehmen wir dir Punkte. Also ich habe hier Beispiele gefunden wie eine Verurteilung wegen Betrunkenheit, 50 Punkte Abzug. Oder eine Nichtrückzahlung von einem Darlehen, je nachdem wie groß das Darlehen ist, 30 bis 50 Punkte Abzug. Oder auch in der Zeit der Ein-Kind-Politik, die ist ja aufgeweicht worden vor 3 Jahren, beispielsweise ein Kind ohne Erlaubnis. Ein Kind ohne Erlaubnis zu haben, beispielsweise auch 40 Punkte Abzug. Und so wurden eben die Bürger auch wie in so einem Bonitätssystem eingestuft von A, besonders guter Bürger, bis D, besonders schlechter Bürger. Und wer eben sich als besonders gut oder zuträglich erwiesen hat, der hat halt einen schnelleren Zugang zu einem neuen Job gehabt oder einen besseren Zugang zu einer Parteimitgliedschaft oder wie gesagt, Kredite oder solche Sachen. Es gab eben da eine Reihe Vorteile. Das Bekannteste, was eben in... Das wurde aufgegeben. Warum die Gründe, weiß ich auch nicht. Also das hat man irgendwann, das gestoppt, das Projekt. Das wohl Bekannteste, weil die allermeisten Facetten und auch Bilder hierzu gezeigt werden, ist Rongcheng City Credit. Das ist eben eine Stadt, ich glaube 1 Million Einwohner, das ist für China ja nicht wahnsinnig groß, und die im Nordosten des Landes ist, eine Küstenstadt. Und da geht es auch los mit einem Punktestand von 1000 Punkten, und wer sich besonders zuträglich verhält, bekommt eben Pluspunkte, und wer eben nicht, der bekommt Abzüge. Und dafür hat man eben bestimmte Vergünstigungen mit angegliederten Organisationen, Firmen, die eben da mitstreiten, mitmachen. Und
Banken, Vermieter, Einkaufsplattformen, Reiseveranstalter. Wenn man zum Beispiel auch ein Visa beantragen möchte, dann ist das einfacher, wenn man einen zuträglicheren Punktestand hat. Also sich als vertrauenswürdig. Das klingt immer sehr vernichtend mit dem Punktestand. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber wenn dieser Punktestand eben die Vertrauenswürdigkeit einer Person erhebt, das hängt natürlich sehr stark von den Parametern ab, dann ja, wird eben über die Vertrauenswürdigkeit einer Person gerichtet, indem man. Und in dem Fall Rongcheng City Kelle, das ist das Bild, was ganz oft so in den Medien gezeigt wird, werden eben Top-Bürger auch regelmäßig durch diese öffentliche Anzeige bekannt gemacht. Dann gibt es ein System, das nennt sich Joint Punishment System. Das ist aber eher unter dem Radar. Und zwar ist es so, dass in ganz vielen Kommunen und Provinzen gibt es sogenannte schwarze Listen, also Regierungsbeamten, insbesondere Regierungsbeamte, die irgendwann mal zum Beispiel bei dieser Antikorruptionskampagne mal auffällig geworden sind. Und da gibt es eben diese schwarzen Listen, die sind aber so zersplittert, also da gibt es dort in der Provinz welche und die anderen machen das auf Gemeindeebene und die nächsten da. Und 2014 mit diesem Joint Punishment System hat man mal diese ganzen schwarzen Listen zusammengefasst. Und das ist auch ein ganz spannendes Ding, denn das sind auch Facetten, die manchmal hier in den Medien gehört werden, dass beispielsweise Menschen auf einmal nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen können oder nicht mehr mit den Schnellzügen fahren dürfen, weil sie gesperrt sind. Und ich finde das, also ja, wie gesagt, man muss Dinge ganz oft sehr auch kritisch betrachten, aber spannend finde ich es gerade, wenn es um Beamte oder Unternehmer geht, die sich gesellschaftlich nicht zuträglich verhalten haben. Denn wenn man die mit einer Strafzahlung, also mit Geld bestraft, dann treiben die das irgendwo auf. Wenn man aber denen sagt, gut, du darfst jetzt ein Jahr lang nicht ins Ausland reisen, also der Geschäftsführer von meiner alten Firma, der hätte blöd dagestanden, wenn der mal ein Jahr nicht hätte fliegen dürfen. Und ich glaube, durch solche Mechanismen kann man die Menschen auch da treffen, wo es ihnen wirklich wehtut. Ja, dann gibt es ähnliche Sachen, wie wir die hier auch kennen, beispielsweise über TripAdvisor, Airbnb, Amazon. Also, dass man Bewertungen vornimmt an Dienstleistern, die einem sozusagen im Alltag über den Weg laufen. Da gibt es das Projekt Honest Shanghai, also Unternehmen, Dienstleister innerhalb der Stadt Shanghai, Taxifahrer, die eben da bewertet werden. Und wer gut bewertet ist, das sind auch eine Reihe, klar haben sich dann irgendwann, wie bei so einer Miles & More Card ja auch, da finden sich dann irgendwelche Leute, die sich da unternehmen, die sich dafür begeistern lassen. Und so gibt es da jetzt mittlerweile ganz viele Unternehmen, die sich damit angeschlossen haben. Und die Leute, die eben gut bewertet werden, können da, haben nicht nur den Vorteil, dass die Leute eben besser, gerne, lieber bei ihnen einkaufen, weil sie eben, ich sage jetzt mal, 5 Sterne haben, wie es jetzt bei Amazon beispielsweise wäre, sondern die haben dann eben zusätzlich noch bei irgendwelchen Unternehmen Vorteile, Rabatte, können ein Auto kautionsfrei mieten, weil eben diese App sie als eine vertrauenswürdige Person ausweist. Das in China wohl populärste System und auch das letzte, was ich mitgebracht habe, ist Sesam Credit oder Shima Credit. Das ist eine freiwillige Funktion, eine Opt-in-Funktion von der Bezahlplattform Alipay, das Pendant eigentlich zum deutschen PayPal, nur dass das noch weitaus stärker frequentiert benutzt wird in China als hier PayPal. Also sie haben eigentlich zwei Kernmöglichkeiten, wenn sie irgendwo unterwegs sind, ob sie Taxi, Bus oder im Restaurant bezahlen. Das macht heute keiner mehr mit Bargeld, sondern das macht man eben mit dem Handy. Und die zwei Top-Bezahlmechanismen der Wahl sind eben die WeChat-Bezahlfunktion und eben Shima Credit. Und es gibt eben diese Opt-in, also diese freiwillige Funktion, dass dieser Ant Financial Gruppe, der das sozusagen gehört, dass die eben die Daten aus den ganzen Einkäufen, die man mit der App macht, auswerten darf und um damit eben auch die Kreditwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit einer Person zu erheben. Und das hat mittlerweile einen so hohen Stellenwert in China, dass da, ich glaube, 400 Millionen Leute mitmachen freiwillig.
Und selbst bei Partnerbörsen wird mittlerweile dieser CSAM Credit Score als besonders gut geachtet, weil das eben nochmal ein Beleg dafür ist, dass das eine sehr vertrauenswürdige Person ist. Da fließt ein die Kredithistorie und das Zahlungsverhalten bei der Abwicklung, aber auch generell das Verhalten, wie man eben miteinander umgeht bei Einkäufungen und Zahlungsabwicklungen und Rechnungsabschlüssen. Dann stabile wirtschaftliche Einnahmen und persönliche Vermögenswerten. Eine ganze Reihe Informationen, die das Mitglied über sich selber bereitstellt, die aber überprüfbar sein müssen in irgendeiner Art und Weise. Und zu einem kleinen Teil, also Enforced spricht von 5%, wohl auch soziale Beziehungen. So richtig ist der Algorithmus nicht öffentlich, sondern man kennt nur so ein paar Aspekte davon. Der ändert sich auch immer weiter. Was ich persönlich, weil ich mich sehr intensiv mit den ökologischen Aspekten von China auseinandersetze, was ich persönlich sehr schön und sehr spielerisch finde, ist, es gibt bei Ant Forest neben Shima Credit noch eine andere Funktion, die freiwillig ist. Die nennt sich Ant Forest, also Ameisenwald. Wenn man diese Option freischaltet, dann wertet auch da Ant Financial das Zahlungsverhalten und das Konsumverhalten aus. Und wenn das als besonders nachhaltig gewertet wird, also weil man besonders viel öffentliche Verkehrsmittel nimmt, weil man beim Einkaufen keine Plastiktüten kauft, diese Sachen, wenn also das als ökologisch zuträglich eingestuft wird, bekommt man Punkte, also Energy Points. Und mit diesen Energy Points, die kann man sammeln, bekommt man eine virtuelle Pflanze, einen Setzling und so ein, also es gibt ja so Social Games, so Spiele, Online-Spiele. Und diese Pflanze kann man in seinem eigenen Social Garden eben pflanzen. Und wenn man genug Energiepunkte gesammelt hat, kann man mit diesen Energiepunkten diese Pflanze immer wieder gießen, bis sie ausgewachsen ist und ein Baum ist. Man kann auch Freunde einladen, dass sie im eigenen Garten gießen mit ihren ökologischen Punkten. Und wenn dieser Baum ausgewachsen ist, dann gibt es dann gibt es NGOs, die mittlerweile angegliedert sind eben an Ant Financial und an dieses System. Und diese NGOs, die pflanzen diese Bäume dann auch wirklich in der Realität. Und mit der aktuellen Überwachungstechnologie, also GPS und Satellit, kann man sogar genau orten, wo der eigene Baum steht und sich das eben auf dem Handy anzeigen lassen und auch gucken, wie es dem geht. Und so Health Points, also wird der regelmäßig gegossen. Das heißt, da wird es auf einmal auch diesen Sprung in die Realität. Das ist halt sehr schön, weil es einen sehr spielerischen Aspekt auch hat, um da Bewusstheit für mehr ökologisches Verhalten zu fördern. Ja, ich hatte gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, Reaktionen aus der Bevölkerung. In meinem Bekanntenkreis wird es sehr positiv gesehen, weil ein Großteil der Chinesen einfach daran interessiert wird, dass sie in einem stabilen Land leben. Man wünscht sich Vertrauenswürdigkeit untereinander. Man sieht natürlich auch aufgrund der positiven Berichterstattung, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, diese strukturellen Lücken endlich mal zu schließen, die ja auch für jeden schwierig sind. Also solange das Rechtssystem und das Rechtsbewusstsein einfach noch so schwierig ist, kommt es eben zu Umweltskandalen, zu Lebensmittelskandalen wie diesem schlimmen Milchpulverskandal, den wir vor ein paar Jahren in China gesehen haben. Und was eben besonders gut bewertet wird oder sehr gut gesehen wird, ist, dass es hochtransparent ist. Also, dass man weiß, was hat die Regierung vor und was soll überwacht werden und wo geht die Reise hin, was passiert damit. Dadurch erkennt jeder für sich und eben auch für die Gesellschaft und damit verbunden auch wieder für sich einen großen Vorteil an dem System. Natürlich, und das möchte ich nicht auslassen, gibt es auch Kritiker und auch Dinge, die wir kritisch beleuchten und kritisch sehen müssen. Kritiker, also insbesondere Kritiker aus dem Westen, sehen natürlich das Thema Privatsphäre und Datenschutz ganz groß. Aber da möchte ich auch wieder anbringen, dass das ein sehr stark kulturelles Thema ist. Also in einer Gesellschaft, die sich in ihrem Macht- und Politik- und Gesellschaftsverständnis als gemeinsame Struktur, als ja wie ein Fischschwarm sieht, verschwimmen auch die Grenzen zwischen öffentlich und privat. Diese Grenzen sind nicht ganz so klar und deutlich, wie sie jetzt, sagen wir mal, eher in unserem Kulturkreis sind. Natürlich gibt es
Es gibt auch Kritiker, die beispielsweise anprangern, dass es zu Unverhältnismäßigkeiten kommen kann. Also beispielsweise, wenn jemand straffällig geworden ist in einem Bereich, in einer dieser vier Säulen, dass die Gefahr besteht, dass er in allen Lebensbereichen dafür bestraft wird und dass dadurch möglicherweise eine Zweiklassengesellschaft oder eine Ausgrenzung geschieht, die die Leute eher vom richtigen Weg abbringt, als sie einzuladen, Teil der Gesellschaft zu sein. Es gibt einige Herausforderungen, die man klar im Auge behalten muss, die auch die chinesische Regierung im Auge behalten muss und da kluge, clevere und nachhaltige Lösungen finden muss. Das ist einmal das Thema Daten, also welche Daten, wo kriege ich die her, wer hat Zugang zu diesen Daten, wie wird die Datenqualität gewährleistet, was ist mit Datenmissbrauch und wer kontrolliert das Ganze. Ich persönlich finde ganz wichtig das Thema Parameter, also wer entscheidet darüber, was ein guter Bürger ist und was nicht, unter welchen Aspekten wird das bewertet, denn da gibt es sicherlich eine Gefahr der Machtkonzentration oder zumindest eine Gefahr der ideologischen Überdehnung. Dann Rechtsmittel, also wie kann man sicherstellen, beispielsweise wenn Registrierungsfehler passieren oder wenn bei der Gesichtserkennung, das gab es letztens auch durch, ich glaube, ich habe das sogar auf einem chinesischen Blog gelesen, da hat irgendein Star von irgendeiner Doku-Soap eine totale Strafe bekommen und die wusste gar nicht wieso und die war gar nicht in der Stadt. Und dann hat die Gesichtserkennungssoftware ihr Bild auf der Werbung von einem Bus gesehen und hat irgendwie geschlussfolgert, dass diese Person bei Rot über die Ampel gegangen ist. Also es gibt tatsächlich da auch noch, muss man tatsächlich gucken, was passiert denn, wenn Fehler passieren, wer kann die nachvollziehen und wer kann die dann zum Beispiel auch wieder ausmerzen. Und ein Thema, was nicht nur chinesisch ist, sondern generell ein Thema sein wird für die Zukunft, das Thema künstliche Intelligenz. Also wie werden die Daten ausgewertet? Wer macht das, wenn zum Beispiel diese Deep Learning Mechanismen, die es eben gibt, die ja mittlerweile mehr oder weniger unkontrolliert von Menschen eben aufgrund des eigenen Algorithmus entscheiden, inwieweit geben wir dann Kontrolle an künstliche Intelligenz ab und wie halten wir die Kontrolle über diese Parameter und diese Möglichkeiten? Also Sie sehen, da gibt es noch eine ganze Reihe Dinge, die, ja, also man kann noch nicht immer Kinderkrankheiten sagen. Ich glaube, bei allen Dingen, die neu sind, allen Projekten, die initiiert werden, gibt es immer Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken und Gefahrenpotenziale, aber auch Potenziale einer Verbesserung und Erneuerung. Und vielleicht haben die Chinesen hier die Möglichkeit, durch ein solches System etwas zu schaffen, was den Bürger tatsächlich, so abstrus es im ersten Moment klingt, zu mündigen Bürgern zu erziehen. Denn wir sind nun mal keine rationalen Wesen. Und vielleicht kann man durch einen möglichst transparenten Mechanismus Menschen zu mehr Mündigkeit, zu mehr zivilisatorischer Kompetenz und ökologisch und sozial zuträglichem Verhalten motivieren. Und das war's von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben.